Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Long War Season 3. In der letzten Folge haben wir eine Entführung verhindert, ein Rocketeer verloren. Es war meine Schuld, denke ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall war ein Heavy Floater involviert. Und jetzt gehen wir einfach mal nach vorne, einfach mal zu gucken, was jetzt sonst noch passiert. 20 Floater für einen Weapons. Bekommen wir unser Rocketeer zurück? Floater gebe ich ja gerne hier. Das war ja doch normale, oder? Hab ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Ihr vielleicht? Naja gut, ihr könnt zurückspulen, ich nicht. Na, wenn wir jetzt nur ein Rocket hier bekommen haben. Ein Kamal. Gut. Und sofort ist wieder Ersatz angeschaffen worden. Confirm. Heat Warheads. Damage Reduction nicht. Heat Warheads, genau, die sind bei dir Pflicht. Dann feiern sie Hole. Gut. Du bist zwar nur ein schlechter Ersatz für einen Varun, weil Varun mochte ich aufgrund seiner Frisur. Aber Kamal, du wirst das schon machen, ne? Gut, dann können wir jetzt einfach mal sauber weiterscannen. Da kommen die ganzen Leute aus dem Urlaub zurück. Die Advanced Servo Motors sind fertig. Und da kommt ein Terrorschiff über den Vereinigten Staaten reingeflogen. Können wir da was gegen machen? Können wir da was machen? Erstmal meine Flight Officers Ballast drauf. Ich will das Ding abschießen. Ich will es einfach loswerden. Ich möchte jetzt keine Terrormission. Ehrlich. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Möchte ich nicht. Wow. Das Teil ist schon mal gut aus. Wir haben ja kaum Schaden gemacht. Oder? Da kommt der nächste. Haben wir da jetzt wirklich gar keinen Schaden gemacht mit unseren Laserwaffen? Das möchte ich jetzt noch mal sehen. Nö, wir machen einfach gar keinen Damage. Okay, gut zu wissen. Ich will keine Terrormission. Sieht hier gerade so schön aus. Jetzt ist da gleich wieder alles auf Anschlag. Oh, Aliens. Ihr könnt es einfach nicht lassen, oder? Was? Es ist verschwunden? Und ein Fighter über Deutschland. Das sollte unser Colonel damit locker easy fertig werden. Das ist doch der Fighter, oder? Jawohl. Enemy is padlocked. Nearing strike range. Na komm. Okay, keine Überlebenden, das finde ich gut. Wir haben ja noch ein UFO. Ein sehr großes, unidentifiziertes Schiff. Wollen wir es uns mal angucken? Nur gucken, nicht anfassen. Nur gucken. Also ganz ehrlich, die Terrormission wäre mir da fast schon lieber gewesen. Nee, ehrlich nicht. Ich mag keine Terrormission. Die ruinieren einem einfach das ganze Spiel, ohne dass man was dagegen machen kann. Okay, was hast du vor, Freundchen? Was hast du vor? Eine Terrormission. Dankeschön. Oh, come on. Gut, da muss ich so ziemlich alles zusammenpacken, was ich habe. Kein Firlefanz von wegen Aliens gefangen nehmen oder sowas. Das kommt hier gar nicht in die Tüte. Bei Terrormissionen hätte ich auch gerne 10 Leute dabei. Das ist doch ein schlechter Scherz hier. So, dann fehlt uns nur noch ein Medic, oder? Sehe ich das richtig? Okay. Gut. Dann rüsten wir mal alle aus. So, Sherry bekommt eine Aegis Armor, Heavy Gauss Rifle, Laserpistole, Illuminator brauchst du nicht. Nimm eine Hemgrenade mit.
und vielleicht noch ein Alloy Jacket Rounds. So, du hast einen Exekutionär, also bekommst du von mir auch keinen. Ich heiße das Teil nochmal. Genau, kein Illuminator für Piercing Ammo und eine Menge Alloy Jacket Rounds. Wobei ein bisschen Treffsicherheit wäre doch vielleicht nicht verkehrt. Du bekommst hier auch eine Aegis Armor. Alloy Cannon, Laserpistole, Shredder Ammo. Okay, aber Breaching Ammo kann man nicht kombinieren, oder? Was? Man kann die ganzen Munitionstypen kombinieren? Ernsthaft? Habe ich da irgendwas überlesen? Naja, egal. Wenn man das kombinieren kann, dann nehme ich das alles mit. Es gibt doch nicht, dass man das kombinieren kann, oder? Moment, da steht's doch. Can't stack with some other special ammo. Ist die Breaching Ammo vielleicht schlecht hier? Nehmen wir an dieser Stelle doch lieber. Nehmen wir da mit? Eine Alien Granate. Falls es was zu sprengen gibt. Ne, eine Aegis Ammo bekommst du nicht. Pulse Rifle auch nicht. Geben wir die Shredder-Ammo mit? Komm, machen wir einfach mal. So, hier geht die letzte Aegis-Ammo hin. Genauso wie das Pulse-Rifle. Unser Sohn hast du ja bereits. Schön. Illuminator. Und was können wir dir sonst noch Gutes tun? Enhanced Beam Optics plus 1 Schaden. Bleib bei der Granate. Wer weiß, ob du was sprengen musst. So, ich habe das ungute Gefühl, dass Roberta bei dieser Mission draufgehen wird. Und das unterbinde ich am besten mit extra Konditionierung. Auch wenn die zusätzliche Granate vielleicht nett wäre, aber die muss ja eh schon so schwer schleppen. Chaos Rifle, Recoils Rifle, passt. Doktor bekommt den Carabine. Und das war's dann wohl. Let's go! Und jetzt bin ich mir unsicher, ob ich nicht irgendeinen Waffentyp vergessen habe. Aber wie so eine verdammte Terrormission. Was habe ich den Aliens nur getan, dass die mich so hart strafen? Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Aber ganz ehrlich, Bradford, halt dich mal die Klappe. They're attacking civilian targets within a major metropolitan area. Ich hab's doch in der letzten Folge gesagt, ne? Kaum herrscht da wieder Ruhe, kommen die Aliens und nehmen die Länder wieder weg. Ah, das ist echt zum Mäusemelken. Und dass man diese schweren UFOs gar nicht mehr abschießen kann. Also an manchen Stellen übertreibt das Spiel wirklich. Weißt du, sollen sie halt nochmal 50 Sektoiden pro Mission mehr dazu packen. Und dafür doch nicht bitte jedes Mal eine Terrormission. Solid copy, Big Sky. Strike One has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. Okay, Sucher. Gut, das heißt, ich kann hier eine Granate hinschmeißen. Dann dürften die alle aufgedeckt sein, oder? Haut das ungefähr hin? Hm. Wenn die alle so im Schwebeflug sind, dann wird es ja auch nichts. Ich riskiere es einfach mal. Oh doch, wir haben ein bisschen was getroffen.
Komm, schießen ab, genau. Good job. Gehen wir mal hier hin. Du sicherst hier ab. Ah, hallo. Gut. Kann ich da irgendwie eine Rakete hinschießen? Auf die Distanz? Na komm, raus damit. Okay, ich glaube, wir haben die Cyberdisk gewischt. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu riskant. Blöd, dass ich dich schon bewegt habe. Hm. Okay. 81% hört sich doch besser an, oder? Sehr gut. 84% reicht das? Optimal. Das war ein In-Season-Abschuss. Das bedeutet, du kannst mir hier noch... Nein, nicht deine Statistiken angucken. Okay. Oh, come on. Wir haben hier auch noch Sucher, das dürfen wir nicht vergessen. Hm. Nice. Ich hoffe, die macht jetzt einfach nur einen Overwatch. Das wäre ideal für uns. Gut. Ich liebe es, wenn Cyberdisks das machen, was man ihnen sagt. Okay, einer der Sucher wäre auch erledigt. Das ist gut. Und nun, wie geht's jetzt weiter? Noch ein Sucher. Close Combat Spezialist arbeitet. Oh, es reicht nicht. Nicht würgen. Komm schon, wieso kannst du nicht deine ganzen Punkte aufgebraucht haben? Und das war Zivilist Nummer 1. Na komm, weg damit. Läuft doch. Du siehst echt nur diese Drohnen hier. Nee. Verschwendet. Nö, doch nicht. Gut. Okay, da reagieren die blitzschnellen Reflexe, ist doch gut. Ja, ja, schieß nur auf mein Rocketeer, das kommt immer sehr gut. Na komm, machen wir da erstmal ein bisschen Damage drauf. 3 sind zwar nicht so viel, wie ich mir gerne vorgestellt hätte, aber hey. Da einmal 91% Uff. Desto mehr Drohnchen wir jetzt abschießen, umso weniger können die dann später... reparieren. 3 Hitpoints. Wie kriegen wir die 3 Hitpoints down? Nee, Moment. Ich überleg mit dir noch. Das ist jetzt wirklich doof. Vielleicht muss ich einen Overwatch mit dir machen. Wo ist eigentlich die zweite Cyberdisk abgeblieben? Weiß das einer? Ich hatte doch irgendwo mal die beiden, genau hier. Vielleicht treffen ja noch die Cyberdisk, wer weiß das schon.
Auf jeden Fall hat da ein bisschen auch was gemacht. Doc? Okay, mal die ganzen Drohnchen runter und schießen. Da können wir noch nachladen. Läuft optimal. Oder ich benutze Command, aber ich lade erstmal nach. Gut, dann hätte ich hier gerne trotzdem ein Steady Weapon. Okay, hier in dem LKW könnten wir uns auch drin verschanzen. Das ist doch nicht schlecht. Aber absolut useless in der aktuellen Situation. Siehst du da unseren... Ein Scout siehst du nicht. Wobei, das wäre vielleicht doch sinnvoll. Dann könnten wir eventuell hier mal ausschalten. Eine Cyberdisk weniger? Ne, da beschwert sich keiner von uns. Würde mich auch wundern. Gut, da wir vorhin hier eine Explosion gesehen haben. Beziehungsweise da hat irgendwas Schaden genommen. 1 und 3, das ist die Cyberdisk. 100 Pro. Und wir haben noch Sucher. Hey! So viele können es ja auch nicht mehr sein. Ah doch, eines ist immer noch. Und die Cyberdisk hat sich mal repariert. Hier einmal mit 100% draufgeschossen, einmal nachladen, passt. Gut. Wirf mir mal da einen Battlescanner hin. Ich muss mal genau wissen, was dort abgeht. Ah, da ist er. Hallo. Sie hat eine Rakete. Da freut sich doch jede Cyberdisk, oder? Gratis-Rakete. Sollte vielleicht noch ein bisschen besser gezielt werden. Sieben Schaden ist so viel nicht. Wie gehen wir hier weiter vor? Okay, das hier zählt als Deckung. Okay, mein... Antonio habe ich schon benutzt. Benutzt hört sich irgendwie falsch an. Kannst du einen Treffer vertragen? Aktuell nicht. Ja gut, unser Doktor kann sich aber auch nicht bewegen. Gut, halten wir die Position. Okidoki. So, Cyberdisk, was machst du? Ach, die macht weiterhin ihren Overwatch. Okay. Kommt, lasst mal die Zivilisten in Ruhe. Drei haben wir schon verloren. Geh mal hier rüber. Ja, Hallöchen. Ein Sektopode. Ist ja nice. Nee, du verziehst dich dort wieder, Freundchen.
Dass das mal klar ist. Ach, und du siehst da auch nichts. Dafür können wir jetzt hier hingehen. Und uns mal bei der Cyberdisk vorstellen. 10 Damage, das findet die gut. Das da, das ist das Problem. Gut, erstmal den Sucher ausschalten. Der wird ja eh nur nerven. Wie viel Schaden können wir mit einem Schuss auf das Ding hier ausüben? 11. Ist ja nicht so viel. Ist ja auch nicht so toll, was wir hier gerade an Optionen hier haben. Gut, ich könnte ja natürlich hier hingehen und mit Close Encounters angreifen. Es ist sehr gewagt. Vor allem, weil wir kein Damage machen. Und? Okay, jetzt hat das Ding immer noch 7 Hitpoints. Ich glaube, ich mache hier diesen unmöglichen Schuss. Wenn ich mich jetzt nur um 1 Millimeter verkalkuliere, ne? Dann wische ich meine eigenen Leute. Okay, Feuer frei. Jetzt hat das Vieh nur noch 1 Hitpoint. Wie kriegen wir da 1 Hitpoint weg? Vorschläge? Naja, der Doktor hat erstmal gar keine. Hier hat ja noch eine Granate. Okay, das wird was. Dann würde ich mal sagen... schön drauf. Tschüss. Und die andere Frage ist, wie machen wir jetzt den Sektor-Bodenplot? So, und mit dir schalten wir jetzt vielleicht noch eine Drohne aus. Nein. Mit dir vielleicht? Nein. Okay, und du musst dich dann zurückziehen. Halbe Deckung gefällt mir gar nicht. Hier gefällt es mir auch nicht. Ja, ja, nochmal blitzschnelle Reflexe und... Bitte lass sie mal nicht treffen. Gut. Hat er nicht schon seine Spezialattacke vorbereitet? Okay. Die Dröhnchen gehen zum Zusammenflicken. Ich wünschte, er hätte eine mehr von denen platt gemacht. Und das war Nummer 4 von den Zivilisten hier. Der holt sich jetzt Nummer 5, oder? Okay, der bereitet Spezialattacke vor, oder? Ach, Hallöchen! Noch ein Mektoid! Ein Glück, dass es gar nicht übertrieben ist, was ihr da aufbietet. Nee, 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 nee. Ich habe gehofft, wir kommen hier irgendwie... ohne allzu große Verluste durch. Okay, erstmal die Drohne hier weg. Gönne ich mir.
Krieg ich vielleicht noch die andere Drohne? Gut. So, wie können wir die da jetzt irgendwie angreifen? Kannst du bitte den anderen Weg rennen? Ich möchte dich hier hinstellen, damit du noch den Ding angreifen kannst, aber ich möchte, dass du hier rumrennst. Da geht's von hier aus auch. Natürlich nicht. War ja klar. Du musst dich dann zurückziehen, so doof es auch klingen mag. Genau, einmal ein bisschen mehr Reflexe. Okay, das war knapp daneben. Mach's doch nicht mal so spannend mit der Anzeige. Ach, du siehst den immer noch. Okay. Gut. Ja gut, ich hätte vielleicht noch einmal mit dem Ding schießen sollen, mit dem Sniper, bevor ich mich da zurückgezogen habe. Das war ein bisschen unvorteilhaft, wenn ich ehrlich bin. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Okay, Feuer frei. Und du hast leider keine Raketen mehr. Das so weit hinten brauchst du dich auch nicht verstecken, Roberta. Nee. Doktor, was machst du? Schauen wir uns mal die Gegner erstmal an. Okay, das ist zumindest keiner von diesen übertriebenen Sofort-Zurückschuss-Max. Du kannst Clusterbomb, Cannonfire, Hit-and-Run. Ist ja nett. Nö, bringt uns nichts. Will ich erstmal vorschlagen, duck dich. So. Okay, dieser Zivilist wird jetzt. Spezialattacke, natürlich. Und noch der Laserbeam? Wow. Pass doch, Obacht! Könnte doch ins Auge gehen, Junge. Und jetzt darf er nochmal schießen. Das ist gerade das Gemeine an der Sache. Der kriegt aber erstmal ein Schild. Das ist dann nicht so toll. Den Sektor da hinten müssten wir ausschalten. Was wird das jetzt? Ach, hört doch mit dem Schwachsinn auf, Leute. Ja, genau. Erstmal alle Zivilisten erledigen. Weißt du, da kannst du ja so viel Mühe geben, hier alles auszuschalten. Schaffst du einfach nicht. Gut, den könnte man locker easy platt machen. Aber schieß erstmal auf das Vieh hier. Das hat's nicht anders verdient. Mit etwas Glück können wir den jetzt snipen, oder? Ach Gott, sei Dank. Dann kannst... Triffst du den vielleicht? Wäre ein Luckshot, ne? Alternativ könnten wir dann auch hier nach vorne marschieren. Versuchen, den da hinten zu snipen. Du hast auch keine Granate mehr. Hm. Du hättest aber noch eine.
86%. Na komm, mach mal. Na gut, da hat das Schild alles abgefangen. Deine Zielsicherheit ist ein bisschen beeinträchtigt. Dann kannst du mir trotzdem mindestens einmal auf die Linie schießen, oder? Damit ist das Schild weg. Erstmal Doktor hier ranziehen. Und einmal hochheilen, wenn ich bitten darf. Wie viel Schaden machst du mir? Nicht genug, weil du erstmal daneben schießt. Okay, gut zu wissen. Ist der flankiert? Sich steht er ja offen. Tschüss. Wehe, das war jetzt kein Insaison-Abschuss. War ein Insaison, gut. Joseph geht jetzt mal mit nach vorne. Und schießt einfach mal aus Jux und Tollerei auf den Mac. Und ist schon mal geschreddert. Das ist doch ausgezeichnet. Und dann könnte dieser Treffer hier wirklich noch ein bisschen Schaden machen. 14. Okay, der Mac ist so gut wie erledigt. Bräuchten da nur ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ein klitzekleinen Treffer. Du siehst ihn nicht. Aber gut, der Sektoid ist außer Reichweite. Okay, wie fordert man einen Mac mit 13 Hitpoints heraus? Im Idealfall gar nicht, oder? Oh oh. Lass doch den Unsinn, Junge. Das wird doch nichts. Oh oh. Okay, wieder Schild. Kann man machen, muss man nicht. Lasst bitte die Zivilisten in Ruhe. Oh, die sind so. Ah. Also ganz ehrlich, diese Kampagne wird wirklich wegen so einem Schwachsinn draufgehen. Kannst du machen, was du willst, Junge. Okay, jetzt explodieren hier erstmal die ganzen Autos. Wir gehen jetzt wie folgt vor. Wir schauen uns erst einmal an, was der Mac so kann. Noch einmal. Exekutionär, leite ihn ab. Wenn er kein Close Combat Spezialist hat oder so ein Schwachsinn. Dann nehme ich nämlich meinen Assault bei der Hand. Und zwar mit Running Gun und mache den Schild hier weg. Hitpoints hat ja mehr als genug. So, dann will ich erstmal sagen, erstmal Tschüss. Dann können wir den noch einmal schreddern. Dann kannst du mir den eventuell komplett erledigen. Sehr schön. Oh, yes, Fafner. Es entwickelt sich ja. Ich glaube, du hättest mir den auch platt machen können, ohne dass ich ihn vorhin geschreddert habe. Du holst dir erstmal Inseton-technisch den da weg. Der stört. Tschüss. Dann war es ja eigentlich nur noch der hier, oder? Luckshot mit 53%. Kriegt das irgendwie besser hin? Du lädst das mal nach. Hm.
Komm, wir retten jetzt mal aktiv einen Zivilisten. Wie weit kannst du die Granate eigentlich werfen? Nicht weit genug. Mach mir mal einen Overwatch hier. Du rückst mir hier nach vorne. Sicherst hier ab. Und du gibst mir einen Luckshot auf das da. Bitte triff einfach. Einfach nur treffen. Ja gut. Töten wäre ja auch nicht verkehrt. Du kannst dich selber heilen. Bringt es mir aktuell was? Nein. Oh, come on. Das hast du jetzt mit Absicht gemacht, ne? Also ich verzweifle irgendwie an der ganzen Situation hier. Okay, wer holt sich den Abschuss? Freiwillige vor. Im Idealfall kein Master Sergeant. Gut, dann halt erstmal Holo zielen. Nö, aber war ein Versuch wert. Doktor vielleicht? 39%? Nein. Roberta. Ach, come on. Das war mies. Okay, dann halt eben so rum. Wenn es anders nicht geht. Tschüss. Und die Mission ist vom Ranking her akzeptabel. Nicht schlecht. Aber den letzten, beziehungsweise die letzten drei Zivilisten, die hätten sich die Aliens schenken können. Das hätte den Braten auch nicht mehr fett gemacht. Wie um Himmels Willen soll man das hier alles schaffen, ohne dass man ständig den ganzen Kontinent verliert? Schauen wir uns mal die Panikverteilung an. Not a single casualty. I'm certainly impressed by our soldiers' combat abilities. Oh, Dr. Wahlen. Reibt mir ruhig unter die Nase, dass wir in der letzten Mission, also in der letzten Folge hier einen Soldaten verloren haben. Oh, ich bin sehr beeindruckt, dass du diesmal niemanden verloren hast. Jetzt hätte ich beinahe ein böses Wort gesagt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ich glaube, beim Joseph nehme ich dann den Warhead. Jo. Maximaler Schaden auf maximalen Bereich. Was willst du halt mehr? Gut. Was kommt als nächstes? 27 Illyrium. Ich meine 42 Alloys. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Panic in the United States has increased. Panic has increased across North America. Ja, danke schön. We will be in touch, Commander. Ja, ja, touch dich. Ja, komm. In den nächsten zwei Folgen rücken wir wieder in die Vereinigten Staaten aus. Das ist so eine never-ending Story, oder? Ich dreh durch. Naja gut, die Sektor Commander Autopsie ist bald durch. Aber vorher würde ich mal sagen, das war's jetzt von diesem Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.